Also ich wollte sagen, obwohl dieses Instrument, Verwendung von Xylophon, ist sehr, sehr bekannt, es stammt aus einer Familie, eine größere Familie. Weiß jemand, wie diese größere Familie ist? Kann man sagen, dass dies ein Saiteninstrument ist? Das ist eine Frage. Ist das ein Saiteninstrument? Wer sagt ja? Wer sagt nein? Korrekt? Nein, aber man könnte doch ein bisschen verbessern. Wer sagt hier? Es gibt schon eine Saite. Diese Saite hält das Holz in Luft. Aber wenn nicht, es wird dann auch gedämpft. Diese Saiten sind wichtig, aber es ist kein Saiteninstrument. Das heißt, es muss Wörter von mir zu hören. Ich brauche Hände. Es gibt so viel, nur ich. Schlaginstrument. Beispiele? Wer kann mir ein Beispiel von Schlagzeuginstrumente geben? Okay, was für Schlagzeug? Bongos, das ist ja, Bongos und Tromos, zwei verschiedene. Bongos sind eine Teile von der größten Familie von Tromo, größere Familie von Schlagzeug. Was sonst? Es gibt ein paar Beispiele. Wer sonst? Was sonst kann man als Schlagzeuginstrument nehmen? Xylophon, kann man auch. Triangle, ja, genau. Das ist sehr wichtig. Triangle kommt aus der Türkei ursprünglich. Und das ist sehr oft jetzt in Orchestermusik benutzt seit 200 Jahren. Das ist auch Schlagzeug. Was sonst? Snare Drum, schön. Noch 50 Beispiele. Gong. Wie heißt es? Backing, gut. Also alles, alles, was man smash, bash oder crash, das ist Schlagzeug. Diese ist auch ein Schlagzeuginstrument, aber hier ist die Haxe. Diese gehört nicht nur eine Familie, sondern eine zweite Familie dazu. Wie heißt die zweite Familie? Ist es ein Black Blazer? Wer sagt, dass es ein Black Blazer ist? Wer sagt nein? Ja, stimmt. Also wenn man das guckt hier, man könnte denken, dass es vielleicht ist. Nein, es ist nicht Black, sondern Aluminium. Wenn es Stahl oder irgendwas sonst wäre, wäre es zu schwer für einen Menschen allein tragen zu können. Deswegen ist es schon Aluminium gemacht. Es funktioniert aber ganz anders als Black Blazer. Black Blazer immer zwei Löcher haben. Ja? Der Wind pfeift durch. Hier ist es zugeschlossen. Es sieht man ja auch aus, aber funktioniert anders. Es ist zugeschlossen. Das heißt, es gibt eine Säule von Luft. Diese Säule hat ein Volumen. Und wenn man diese Volumen dann von einer Seite zuschließt, die andere von oben, man hat einen Resonanzkörper, ganz natural. Wenn ich diese Decke, hört mal zu, es kommt jetzt hier. Schläge gegen Holz. Orgel, die Cembalo, ja, die eine, die erste, aus die 18.
Spinette oder manchmal auch ganz viele andere Instrumente nennen. Also ganz viele Fassungen. Ja, diese ist auch ein Tastaturinstrument, eine Art Klavier, wie ich schon gesagt habe. Hier ist die weiße Reihe, hier ist die schwarze Reihe des Klaviers und deswegen habe ich eine Idee gehabt für die Musikhochschule. Eine ganz besondere Idee. Ich habe dieses Instrument entdeckt, wie andere, als Schlagzeug. Deswegen habe ich gespielt so. Schlagzeug. Aber dann habe ich gedacht, wenn es wie ein Klavier organisiert ist, kontinuieren die Schläge ganz anders zu bewegen. Also die Finger werden auch bewegen. Ganz anders. Ich bitte nicht nur aufmerksam zuzuhören, sondern auch
meine Rede dann nicht mal vergeben.